wärmen und funktionieren. Optimale Heizung sollte Tag und Nacht verfügbar sein. Ja, vor allen Dingen muss es warm genug werden, für mich jedenfalls. Und ja, na, natürlich auch, dass Thermostat muss er haben. Ja, dass man es regeln kann, dass nicht so heiß wird. Umweltfreundlich. Möglichst regenerative Energie nutzen. Es muss irgendwie ökologisch einigermaßen gut sein, von der Ökobilanz her. Ich muss das Haus schön warm machen. Dann ist es schön bequemer zu Hause. Und natürlich Energie sparen und Kosten sparen. Dass es billig ist. Eine optimale Heizung müsste sich wartungsarm auf jeden Fall, am besten wartungsfrei und sehr hohe Energiekoeffizienz haben. Effizient und günstig für den Verbraucher. Auch eine, sag ich jetzt einfach mal, eine Handhabung, die auch für jedermann gebräuchlich ist. Zum Beispiel auch für meine Frau, die technisch nicht so versiert ist.